So, das heißt an dieser Stelle Teil 2 zur Freitagsbesprechung mit Blick in die US-Märkte, in die US-Wirtschaft. Wir haben diese Woche Mittwoch das B-Spuk bekommen und hier unten in der Unterschrift steht es schon drin. Das Coronavirus sorgt für erste Bremsspuren in den Märkten. Das heißt, was sehen wir, was passiert hier momentan gerade in den Märkten und das ist das, was wir jetzt mal genauer beleuchten werden. Das heißt, der Risikohinweis gilt auch hier in diesem zweiten Teil. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, das dazu und dann gucken wir jetzt wirklich aufs B-Spuk. Für diejenigen, die das B-Spuk noch nicht kennen, das B-Spuk an sich ist sozusagen der Konjunkturbericht oder ein sehr, sehr wichtiger Konjunkturbericht aus den USA. Den gibt es seit 1970 und er gibt die Indikationen über die wirtschaftliche Lage aus 12 Verwaltungsbezirken in den USA. Befragt werden hier Branchenexperten, Unternehmenslenker und Ökonomen. Und das Ganze nutzt die Fed dazu. Deswegen ist immer 2 Wochen nach der Veröffentlichung des B-Spuks auch sozusagen die FED-Konferenz angesetzt. Das gibt uns Aussagen über ökonomische Trends und mögliche zukünftige Herausforderungen. Wenn das Ganze positiv läuft, ist es fein für die Wirtschaft, das untermauert das Ganze. Das kann den Dollar stützen, aber wenn es so wie jetzt Schwierigkeiten gibt, dann zeigt das halt auch, was die breite Wirtschaft macht. Und das nutzt die Fed dann, um ihre Zinspolitik entsprechend anzupassen und das Ganze wirtschaftlich zu unterstützen. Das heißt, das ist hier der sogenannte US-Offenmarktausschuss und der nutzt, wie schon gesagt, das Ergebnis für Stützungsmaßnahmen in der Wirtschaft. Und das sind mittlerweile nicht nur Zinsentscheidungen. Wer sich das Ganze selbst mal anschauen möchte, kann das Ganze tun. Die Veröffentlichung dieser Daten gibt es regelmäßig unter oder auf dem Board of Governors of the Federal Reserve System. Hier, ich nehme mal kurz den Weblink und poste den mal eben in den Medien auch mit rein. So, hier die live zuschauen, die können das Ganze gut sehen. Und damit kann man dann natürlich sich selbst auch mal so ein bisschen ein Bild davon machen, was dort sozusagen auch passiert. Das dazu. Und damit schauen wir mal rein. Veröffentlicht wird das Ganze, wie schon gesagt, 8-mal pro Jahr. Und die Fed nutzt das Ganze. Wir gucken uns das Ganze jetzt an. Es gibt hier 3 wichtige Bestandteile. Wir starten mal mit den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Dann gibt es die Preise und die Löhne. Wir fassen zusammen. Nummer 1, die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Blick auf das allgemeine Wachstum. Hier sehen wir, aktuelle Daten zeigen uns an. In den USA gibt es weiterhin ein moderates Wachstum in den letzten Wochen. Also dieser Tonus ist stabil geblieben über die ganzen letzten vielen, vielen Berichte. Das kann man so sehen. Auch auf Seiten der Konsumenten, und das ist ja sehr, sehr wichtig für die Entwicklung der US-Wirtschaft, die Konsumentenausgaben haben zugenommen. Das Wachstum ist allerdings momentan in dem letzten Bericht landesweit etwas unterschiedlich. Ja, da gibt es also von Region zu Region gibt es da Unterschiede zu vermelden. Auch bei den Autoverkäufen, Automarkt ja ein sehr, sehr wichtiger Markt in den USA, gibt es eine uneinheitliche Entwicklung. Wo wir allerdings deutliche Sachen sehen, ist bei dem Thema Tourismusausgaben, die stagnieren teils. Und das hat damit zu tun, dass die Reisen teilweise aufgrund des Coronavirus nicht angetreten werden, beziehungsweise weniger gebucht werden. Einfach, weil die Leute Sorgen haben, sich anzustecken oder weil sie einfach nicht dorthin können, wo sie hinwollen, aufgrund von Reisebeschränkungen. Schauen wir uns das Ganze mal noch aus Sicht der produzierenden Unternehmen an. Die Aktivitäten des produzierenden Gewerbes sind hier weiterhin gewachsen. Aber, und jetzt kommt's, der Coronavirus verzögert die Lieferketten. Das heißt, da gibt es hofft oder in Zukunft vielleicht deutlichere Probleme, genügend Material zu bekommen, um ordentlich zu produzieren. Das heißt, die Produzenten erwarten auch eine Verschärfung der Lage, wenn sich das Coronavirus weiter ausbreitet, was es ja momentan auch tut. Bei den Dienstleistungen außerhalb vom Finanzsektor sehen wir ein leichtes Wachstum. Bei den Transporttätigkeiten, und das ist schön zu sehen, weil die Indizes, die wir uns nachher in diesem Sektor auch noch anschauen, die zeigen ein etwas anderes Bild in Teilen. Die Transportaktivitäten sind leicht gestiegen, aber gemischt
durch alle Bezirke. Also wir sehen jetzt hier sozusagen nicht überall das gleiche Bild, sondern es ist eine Mischung. Mal hier ein bisschen besser, mal dort ein bisschen schlechter. Im Bankensektor, sehr, sehr wichtiger Sektor auch in den USA, wird vermeldet, es gibt ein Kreditwachstum, das unverändert bis leicht ansteigend ist. Ausnahmen hier, und das sind wichtige Städte, St. Louis, New York, Kansas City. Da gibt es Rückgänge. Und das muss man auch so ein bisschen sehen, wenn das Kreditwachstum weniger stark ist, wird weniger sozusagen investiert. Das könnte mittelfristig Auswirkungen haben. Aber das muss man einfach mal sehen, ob das Ganze hier in dieser Reihe so bleibt. Es ist auf alle Fälle erwähnt worden in den Text, explizite Ausnahmen und deswegen hier auch der Einfluss in die Besprechung mit rein. Thema Verkäufe von Wohnungsimmobilien. In den USA gibt es ja auch einen sehr, sehr großen, wichtigen Wohnungsmarkt. Die Verkäufe der Wohnimmobilien, die steigt an. Die Gewerbeseite bei dem Leasing bzw. Verkäufe von Gewerbeimmobilien, die variieren landesweit. Aber da stand jetzt auch nirgendwo drin, dass es dort irgendwo Problemfälle geben könnte. Also da ist alles weiterhin, sage ich mal, grob gesehen im Normbereich. Bei den Agrarpreisen gibt es auch kaum Veränderungen. Die kurzfristigen Aussichten hier an dieser Stelle erwarten ein leichtes Wachstum bei den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Aber es wird auch ganz genau genannt Risiken, das Coronavirus, das ist das erste. Und das zweite ist das Risiko Präsidentschaftswahl. Da weiß man wirklich nie, was passiert. Auch wenn man sagt, Wahljahre sind eigentlich gute Börsenjahre, aber hier kann auch alles anders kommen. Deswegen wurden hier diese Präsidentschaftswahlen auch als Risiko mit ausgegeben. Schauen wir auf den Arbeitsmarkt, der ist in den USA weiter sehr, sehr angespannt. Bei den Beschäftigungszuwächsen haben wir hier eine leichte bis moderate Steigerungen, aber es gibt hier bei den Einstellungen Schwierigkeiten, weil der Arbeitsmarkt ist weiter angespannt. In den USA gibt es auch einen Arbeitskräftemangel und der wirkt sich mittlerweile auf die Unternehmen auch negativ aus. In Teilen reduziert das Unternehmenswachstum und beispielsweise in der Baubranche kommt es dazu, dass es Verzögerungen gibt, weil Bauprojekte nicht schnell genug beendet werden können oder gar nicht erst angefangen werden können, einfach weil die Fachkräfte fehlen. Sehr interessant, und deswegen ist die Meldung auch hier drinnen, was die Unternehmen machen. In vielen amerikanischen Unternehmen, wie auch bei uns in Deutschland, gibt es, um flexibel zu bleiben, die Nutzung von sogenannten Zeitarbeitskräften. Und hier ist es so, auf Grundlage der angespannten Situation an den Märkten werden vermehrt Zeitarbeitskräfte zu Festangestellten gemacht und auch Saisonkräfte in der Nebensaison beschäftigt. Also eine feine Geschichte. Das Ganze soll die Arbeitgeber attraktiver machen. Das heißt, Arbeitnehmer sollen durch sowas gehalten werden und es sollen auch neue Talente angezogen werden. Das Gehaltswachstum ist weiterhin leicht bis mäßig gewachsen. Es wird allerdings ein weiteres Wachstum erwartet, worauf die Arbeitgeber momentan auch großen Wert legen ist. Die Zusatzvergütung, und hier wird auch gemeldet, dass die Ausgabesteigerung in diesem Bereich weiter voranschreitet. Mit Blick auf den Einzelhandel und den Transportsektor sehen wir hier in einigen Bereichen, also in einigen Distrikten, eine geringere Nachfrage nach Angestellten. Also das ist so ein bisschen das gemischte Bild, was wir vorhin auch gesehen haben bei der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Transportsektor. Und jetzt schauen wir noch auf die Preisentwicklung an dieser Stelle. Das heißt, hier sehen wir auch natürlich die Entwicklungen bei den Preisen und hier haben wir weiterhin ein moderates Wachstum bei den Verkaufspreisen, aber es ist eins interessant, die Hersteller sind teils mittlerweile optimistisch zu dem Handelsabkommen zwischen China und den USA. Das spielt aktuell medial überhaupt keine Rolle, aber das Phase 1 Abkommen ist ja durch. Und dieses könnte die Warenpreise senken. Dadurch sind sozusagen die Hersteller teilweise optimistisch. Allerdings gibt es Sorge über die Preisauswirkungen durch den Coronavirus. Engpässe sorgen zu weniger Angebot. Bleibt die Nachfrage hoch, steigert das die Preise. Ja, das ist etwas, das kann auch durchaus bei uns in Europa kommen, dass wir hier eine Inflation bekommen, aber nicht ausgelöst durch ein Wirtschaftswachstum, sondern einfach ausgelöst durch Verknappung von Gütern. Preise für Öl und Gas sind weiterhin landesweit gesunken. Das ist ja auch das, was wir hier in unseren morgendlichen Besprechungen immer wieder sehen, wenn wir den Ölmarkt anschauen.
die Preise sind da ja eher auf dem Weg nach unten. Nachfragekürzung aus China sorgen halt zum Beispiel, Nachfragerückgang, nicht Nachfragekürzung, ein Nachfragerückgang aus China beispielsweise durch den Coronavirus sorgt halt für weniger Nachfrage und das drückt ganz einfach auf die Preise. Bei den Einzelhandelspreisen, die sind landesweit gestiegen, obwohl, das ist sehr, sehr interessant zu sehen, obwohl teilweise die Kosten durch bessere Handelsbedingungen teils sinken. Also hier kommt auch das Thema Phase 1 Abkommen mit ins Spiel. Die Preise sinken im Einkauf, aber die Einzelhandelspreise steigen weiterhin etwas an und das ist für die Unternehmen eigentlich ein positives Bild. Die Preisveränderungen in der Landwirtschaft sind allerdings hier uneinheitlich. Und damit blicken wir jetzt nochmal auf zwei Wirtschaftsindikatoren, wo wir uns die Charts immer mal so ein bisschen anschauen. Und da hier zum einen der sogenannte Transportation Index, das heißt, es ist das, was wir in den USA sehen. Und in den USA sehen wir hier ganz klar, dass der Transportation Index massiv in den Rückwärtsgang gegangen ist. Das heißt, an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen wollen, wir hatten ein letztes Support-Level hier unten in diesem Bereich mit liegen um, hier, wir sehen es, die Punktemarke etwas über 4600 Punkten in diesem Bereich. Da sind wir deutlich drunter gegangen. Wir haben halt hier, wenn wir uns diesen Chart mal auch anschauen, ich skizziere das einfach mal ganz kurz, den Markt nach unten laufen. Wir haben hier einen Abwärtstrend, der genauso wie auch gerade die Indizes etwas nach oben korrigiert. Aber wenn das Ganze nach unten abflacht und hier einen Trend macht nach unten hin, dann sehen wir halt, die Transporte sind weiterhin rückläufig und nach unten hin ist auch noch ein bisschen Potenzial da. Also von der Seite her sehen wir hier momentan auch das, was wir gelesen haben, Transporte teilweise leicht erholt, unheimliches, uneinheitliches Bild. Und wenn das Ganze nach unten absackt, dann ist das nicht gut für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA, weil wir sozusagen hier in den USA entsprechend den Markt nach unten entwickeln sehen, wenn wir hier drunter durchfallen. Und wenn weniger Güter produziert bzw. nachgefragt werden, wird halt weniger transportiert und das ist ein Indikator. Das Ganze gibt es auch noch im Bereich, kurzen Augenblick, ich lösche mal kurz die Zeichnungen. Dies Ganze gibt es auch noch im Bereich der Verschiffung. Das heißt, hier an dieser Stelle blicken wir mal noch eins weiter. Hoppala, was ist denn hier? Eine Seite weiter, bitte, kurzen Augenblick. Ich muss mal kurz den Zeichenmodus aufheben. So, jetzt hängt mir hier die Präsentation. Machen wir mal hier so weiter. Nö, will nicht weitergehen, kurzen Augenblick. Ich mache mal hier kurz Präsentation beenden, dann starte ich die einfach nochmal neu, ab aktueller Folie, zack. Na, was ist hier los? Die Technik, die ärgert mich heute ein bisschen, kurzen Augenblick, machen wir es sofort. So, jetzt haben wir hier nämlich den Baltic Dry Index, also hier als Wirtschaftsindikator auch noch die trockenen Güter, die über den Seeweg verschifft werden sozusagen. Und hier sehen wir jetzt mal den Blick auf den Jahreschart und hier sieht es gar nicht gut aus. Wir sehen es hier, das ist definitiv ein Abwärtstrend und die Märkte laufen hier deutlich nach unten. Also es werden deutlich weniger Güter über die Wirtschaftsseite exportiert, das heißt über den Seeweg transportiert. Das Ganze hat sich auch verschärft seit der Corona-Krise. Das hat man immer wieder, das sieht man auch, wenn man die aktuellen Zahlen beispielsweise liest, die transportierten Güter aus Deutschland von den großen Seehäfen, die wir hier haben. Wenn das Ganze hier weiter nach unten läuft, ist das Ganze auch weiter nach unten verschärft und da sollten wir nicht mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung rechnen. Es sei denn, wir laufen hier wirklich nach oben. Das Ganze behalten wir allerdings hier auch mit im Blick. Und wenn wir das Ganze hier mal noch mit anschauen zur Wirtschaft, was auch immer eine gute Indikation ist, wie es an den Aktienmärkten weitergeht oder auch an den Währungsmärkten, das ist der Goldpreis an dieser Stelle. Und da sehen wir halt beim Goldpreis, ich mache mal den Goldchart gerade auf, einen kurzen Augenblick. Ich ziehe den einfach mal eben hier rein. Wir sehen den schön nach oben laufen. Hier der Wochenchart. Letzte Woche ging es deutlich nach unten. Jetzt haben wir wieder die normale Korrelation. Das heißt, wenn der Aktienmarkt stark fällt, steigt der Goldpreis ganz klar. Und wir sind hier momentan ganz stark auf dem Weg zur Marke von 1700 US-Dollar. Und das Potenzial ist dann definitiv auch da, wenn wir uns mal den aktuellen Trendverlauf hier an dieser Stelle auch anschauen wollen. Hier, das heißt, hier hat man den Schub nach oben gehabt. Kurzen Augenblick, ich will einfach nur mal kurz das Potenzial ausmessen an dieser Stelle. Heißt also hier, oh, kleinen Augenblick, das nach rein. So, jetzt will die Zeichnung hier nicht. Es ist verrückt, kurzen Augenblick. Ich mache es nochmal neu. So,
Alles klar, gehen wir wieder mal kurz in die Woche rein, was wir hier an dieser Stelle haben. Und wie schon gesagt, der Goldpreis ist nach oben ausgerichtet. Und an dieser Stelle, wie schon gesagt, haben wir hier schön die Korrektur. Nein, der Chart will mich nicht zeichnen lassen. Gut, dann machen wir das anders. Das heißt, an dieser Stelle, wenn wir das einfach mal nur ausmessen wollen, an diesem Punkt, schaut, das war die letzte Korrekturtiefe, die wir hier gehabt haben. Und das sozusagen dort, wo wir jetzt an dieser Stelle stehen. Und wenn wir das von unten mal ausmessen, oben rein, haben wir schon sehr, sehr viel nach oben hin mitgenommen. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf Tagesbasis anschauen, das heißt, ich gehe mal kurz rüber auf den Tageschart an sich im Gold, dann sehen wir halt, dass das Potenzial der letzten Bewegung, die wir hier nach unten gehabt haben, ne, wir sind ja von etwas über 1690 Punkten auf 1500 Dollar auf 1560 gefallen. Und wenn wir das einfach mal oben draufsetzen wollen, mal gucken, ob der Zeichenmodus jetzt geht. Ne? Kurz, ah, er geht doch, aber die Linie ist weiß. Okay, das ist natürlich logisch, dass ich da nichts sehe. Also das heißt, wenn wir das, was wir hier unten ausgemessen haben, einfach mal oben drauf setzen, hier oben drauf, einfach mal das Potenzial dieser letzten Bewegung ausmessen, was da ist, dann können wir durchaus rein aus der reinen Charttechnik raus gesehen auf die 1800 Dollar pro Fein unser ansteigen, wenn es weiter an den Märkten rappelt. Also, das passt ganz klar. Wir sehen momentan allerdings hier oben im Bereich von 1700 Dollar den letzten starken Abverkauf, was wir hier oben gehabt haben. Wenn es hier wieder zu einem Abprall kommt, okay, dann ist es einfach so, da müssen wir damit leben. Aber ich denke, mittelfristig, wenn die Aktienmärkte weiter runterlaufen, hat Gold schon die Chancen, als sicherer Hafen gesucht zu werden und hier bald deutlich über 1700 Dollar zu notieren. Das zum Goldpreis. Und damit sage ich an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank für all diejenigen, die sich hier meine Ausführungen wieder anschauen. Ich wünsche allen einen angenehmen Start ins Wochenende, bis dahin einen guten Trading-Freitag und sage an dieser Stelle auch, empfehlen Sie uns weiter. Die Community bei Tickmill wächst, hervorragender Broker, Top-Konditionen, feine Ausführungen. Also das Weiterempfehlen lohnt sich auf alle Fälle. Wir hören und sehen uns wieder am Montagmorgen um 8:30 Uhr zur Besprechung einiger Handelseinheiten. Den Blogeintrag mache ich vorher. Es gibt so der Plan am Sonntag wieder das Research am Sonntag und wir starten dann auf Basis dieses Research in die neue Handelswoche. Bis dahin allen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.